Masche Kapell und herzlich willkommen zu einem neuen 3-Minuten-Donnerstag auf diesem Kanal. Heute geht es um den Kanal vom Sven aus der Palz. Und zwar geht es da um altes Blech. Der Sven macht also Videos über alte Motorräder, alte Autos und deren Restaurierung bzw. Umbau. Angefangen hat alles auf seinem Kanal mit einem Bobber-Umbau für unter 2000 Euro. Danach hat er eine Bobber-Aufbaureihe gestartet, die sich auf weit über 40 Folgen erstreckt. Da gucken wir jetzt mal schnell rein. Servus, Bobber-Aufbaureihe. Heute fangen wir mal mit dem Ende an. Also so weit kommen wir heute in dem Video. Aber das, was fehlt, bezieht sich eigentlich nur um den Deckel hier. Also ich habe den Deckel vom Motor, habe ich die Dichtung auch erneuert. Und das war gar nicht so uninteressant, weil unter dem Deckel halt die Lichtmaschine sitzt. Und wenn er den Deckel abnimmt, merkt er schon, dass er so ein bisschen Widerstand hat. So, das war also ein kurzer Einblick in die Bobber-Aufbaureihe vom Kanal Altes Blech. Als nächstes hat der Sven sich mal einem Scrambler-Aufbau gewidmet. Und da gucken wir jetzt mal in den Beginn dieser Reihe rein. Wir sind aktuell, glaube ich, bei Folge 4, 5 oder 6. Und zwar baut er eine Kawasaki Tengai um. Servus! Willkommen zur ersten Folge des Projekt 2, beziehungsweise zur ersten Folge der Scrambler-Aufbaureihe. Also jetzt die Katze aus dem Sack, es gibt einen Scrambler. Ich habe jetzt gerade eben die letzte Schrauberfolge von Bobber abgedreht, den habe ich jetzt dahin hingestellt. Jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit, das genügt mir zumindest mal, um den Anfang von der Reihe zu filmen. So, das war also der Beginn der Scrambler-Aufbaureihe auf dem Kanal Altes Blech. Und vor ein paar Wochen gab es ein Video, da gucken wir jetzt auch mal rein. Und zwar hat der Sven sich mit dem Nils Hohmann in Berlin getroffen, weil die beiden zusammen sich einen alten Mercedes angeschaut haben. Und was mich sehr freut ist, die beiden wollen demnächst zusammen ein Fahrzeug aufbauen. Da freue ich mich drauf und da gucken wir jetzt mal schnell rein, was die beiden denn zum Thema Video-Equipment zu sagen haben. Hast du viel Equipment zum Filmen? Nur ja oder nein? Im Moment nein. Nicht? Nein. Okay, aber du hattest viel Equipment zum Filmen? Ja. Ich hatte nämlich auch extrem viel Equipment zum Filmen. Und was würdest du sagen, wie viel Prozent von dem ganzen Scheiß, den du dir zugelegt hast, ist sinnvoll für das, was du tust? Zwischen 10 und 15 Prozent. Ist genauso wie bei mir. Man lässt sich aber auch zu viel Scheiß in YouTube auflabern. Und man denkt, ah, das kann ich auch gebrauchen für den und den Effekt. Und dann macht er den Effekt und dann denkt er, ey, das sieht doch gar nicht scheiße aus. Genau. Soweit also der Einblick in dieses Gemeinschaftsvideo von Nils Hohmann und dem Sven von Altes Blech. Wenn euch der Kanal gefällt, schaut mal vorbei, lasst eure Likes dort, lasst auf jeden Fall ein Abo dort und vergesst nicht, seine Glocke zu drücken. Wir singen.